Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Filmclub MB Drachenblut. Jetzt noch kurz ein paar Sachen. Gestern habe ich noch das Glas DLC. Das ist voll der Rotz gewesen, aber ich weiß nicht, wie man es löscht. Wenn ihr es wisst, wie man es löscht, dann schreibt es mal bitte. Also, ich will das Video löschen. Und dann schreibt es mal bitte in die Kommentare, wie das funktioniert, bitte. Und ja, ich will mal wieder ein bisschen LS spielen mit euch. Aber da wird es dann nichts reden, da lasse ich Musik laufen. Und ja. Ich wollte nur kurz Hallo sagen. Ich habe mich das einfach verhältnis, Leute. Ich habe eine neue Map. Ah ne, egal. Wir wollen heute die Gülle fahren. Mit. Und ich könnte doch das Glas DLC ein bisschen vorstellen auch. Dann rede ich halt ein bisschen, aber. Besser wie gar nicht oder so. Wir können mal kurz im Shop gucken. Da fängt's an, also der Class 400er Baureihe. Da kann man auswählen zwischen Trelleborg und Nokia. Und bei Trelleborg kann man Radgewichte, Breitreifen und Radgewichte und Pflegebereifung. Und Pflegebereifung hinten, ja. Und da kann man das Dach machen, Panorama, oder wie das heißt. Da unten steht's da. Panoramik, Dach, ja. Steht auch dann da, ne. Und die Motorausführung kann man bis, glaub, 460, ja. Also 410, 420, 430, 440, 450, 460. Da kann man Frontlader hinführen, da gibt's aber nur eine Kategorie, ja. Dann gibt es von Kompakttraktoren nicht mehr. Dann fangen wir beim 600 Meter an. Da gibt es Trelleborg, Michelin, Nokia, Mittas. Ja, da genau gleich wie bei den anderen. Also bei Trelleborg kann man genau gleich viel so wieder machen, glaube ich. Ein bisschen mehr vielleicht wie beim anderen. Aber das will ich jetzt gar nicht zeigen. Das könnt ihr dann selber rausfinden, aber. Da können wir auch wieder von 610, 630, 650, 660. Von Lader gibt es auch wieder nur eins. Mehr diesmal bei dem nicht. Kommen wir zum 800er. Da gibt es Trelleborg, Michelin, Mittas. Und der geht von 810, 830, 840, 850, 870 und ja. Dann wären wir da. Und der ist jetzt nicht beim Glas DLC dabei. Das ist so ein anderer Mod halt. Kommen wir zum 900er. Da kann man Trelleborg, Michelin und Mittas und auch wieder in den. Da fangen wir bei 29, 39, 49, 59, 69 und ja. Und dann kommen wir zum größten Ding. Da gibt es auch in der Trelleborg, Michelin, Mittas und das auch wieder in verschiedenen Dingen. Aber ob euch was auffällt, guck mal auf die Motorhaube. 400er. 400, also 4500 und 5000, also das sieht man am Motor, der verändert sich da ein bisschen. Kabine kann man auch drehen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich noch nie gekauft, weil der ist mir sehr groß. Den habe ich auf meinem Hof. Dann Mähdrescher. Da gibt es jetzt drei. Der Dominator dann ganz bloß als Vorbestellerbonus. Also dann würdet ihr, wenn ihr jetzt das DLC als CD im Laden kauft, würdet ihr den nicht mehr kriegen. Wahrscheinlich so, ja. Dann kommen wir zum 580 Tucano vom Mähdrescher. Gibt es Trelleborg, Michelin und Mittas, mehr nicht. Und ja, das ist halt der Mähdrescher, mehr kann man dazu nicht sagen. So. Dann kommen wir zum ganz, ganz großen, zum 8900er Lexion. Da kann man keine Reifenvariante oder so. Und ja. Ja. Dann zum Dominator. Da kann man die Hauptfarbe ändern, das ist dann das untere, also das da. Das ist jetzt grün und ja, mehr kann man da eigentlich auch nicht machen. Dran an dem Dominator. Ja, mehr gibt es da jetzt nicht. Feldhäcksler, da können wir jetzt vieles machen. Also es gibt, fängt bei Mittas an. Es gibt von Reifenhersteller Mittas, Trelleborg, Mittas, ja. Michelin, ja. Und da kann man halt dann auch wieder plus breit und Standard. Normal, also die Länge vom Rohr, so, so und ganz lang.
Und dann kommt von 930 Motorausführung, 940, 950, 960, 970, 980. Und dann kann man noch den da mit TerraTrack. Da kann man auch Nitas, also ich gehe jetzt bloß auf hinten oder Michelin und langes Rohr, aber da gibt es kein extra langes Rohr, das ist ein bisschen blöd. Und ich finde es blöd, dass man bei dem nicht die Motorausführung machen kann. Zu dem würde schon 89 passen, finde ich jetzt, und kein 69 Jaguar. Dann, da gibt es nichts, dann kommen wir dahin zur Frontlade. Der kleine Thorium, der 639, das ist schon was Cooles. Da kann man bloß vorne so Zwillingsspiral, zum Beispiel fürs Gebirge, dass man nicht umfällt. Teleskoplader gibt es den Skorpion, den 1033 mit Nokia und so. Da kann man wieder Breitreifen nehmen, mehr auch nicht. Radlader, da gibt es jetzt 3 plus Vorbestellerbonus, der ganz kleine Thorion, also der 956 bei der Radlader, kann man auch, das ist ein bisschen blödes Zeichen, also das ist bei denen noch nicht so, Mittas und so, und guck, Mittas ist schon höher und Teleport kleiner, das, und da kann man auch wieder so bloß. Dann kommen wir zum 914 Thorion, also das ist echt was richtig gut, aber jetzt müsst ihr mal auf die Reifen gucken, Teleport groß, der schrumpft voll, Michel wieder. Mehr kann man da jetzt auch nicht machen und das ist halt der Vorbesteller. Das ist der 914. Ganz komischer. Ich glaube, was soll das sein? Hufeisen oder was soll das sein? Ja, auf jeden Fall, das ist genau der gleiche wieder. So. Aber dann. Dann kommen wir mal zu Diversus. Da gibt es nichts. Kompakt auch nichts. Anhängern, da gibt es dann. Anhänger mit Verfassungsmögen von 44.500 Liter. Man kann Schreifen, Teleport, Michelin. Bei Michelin kann man breit machen, das finde ich vor allem ganz cool. Und da gibt es dann Dreiachser mit 51.000 Liter. Kann man auch wieder so machen. Dann zum Schneidwagen. Da brauche ich eigentlich nicht viel sagen. Das ist der Schneidwagen für den kleinen, für den ganz, ganz großen. Für den Dominator. Da steht zwar Mod dran, aber ist Vorbestellerbonus. Da gibt es für die Feldhäcksler Schneidwerke. Ja. Ich glaube für Maisflüger gibt es. Hä? Habe ich noch gar nicht entdeckt, ja. Gibt es das da. Und das große. Kartoffeltechnik gibt es wahrscheinlich eh nichts. Mehr Technik. Dann gibt es da, das ist 3,6 Meter breit, das Disco 3600 FC. Braucht 70 PS dafür. Ja. Und dann kommt es ganz zum Großen, das ist 10 Meter lang, braucht 160 PS dafür. Ja. Das Disco 1100C. Mehr gibt es nicht. Kreisler gibt es auch keinen. Schwader gibt es leider auch keinen. Ladewagen gibt es einen Dreiachser mit Verfassungsmengen von 53.000 Liter. Mit Michelin-Reifung, Michelin, und da kann ich auch wieder breit machen. Braucht 240 PS. Also das ist jetzt bloß ein Mod, aber da unten steht es auch immer. Das ist mein Favorit. Also wirklich mit Folienform und so, die Presse. Und halt die Presse noch. Aber obwohl 230 PS, schon viel PS. Da gibt's auch nichts. Diverses gibt's auch nicht. Wir wären eigentlich durch. Muss jetzt kurz noch überlegen. Aber eigentlich wären wir jetzt durch. Habe ich kurz alle Fahrzeuge gesagt in 10 Minuten fast. Ah, noch Gewichten, wie Gewichte. Da fangen wir an bei 600 Kilo. Kann ich aber aufmachen auf 1200, also fast 2 Tonnen. Okay, Tonne vielleicht. 600 natürlich, ja. Und 1200 Kilogramm, ja.
bis 900 da. Sind wir dann ja auch wieder so, warte. Ja, kann ich auf 1500 Kilo machen. Und das ist was Cooles. Das, und das sieht auch so schön aus am Schlepper. Kann ich bis zu 2 Tonnen, fast 3 Tonnen, fast 3 Tonnen aufs Gewicht drauf machen. Also das ist echt gut. Mehr Gewichte gibt es nicht, ne? Also das war's jetzt wirklich alles, ja. Jetzt habe ich euch mal ein bisschen was gezeigt zu dem. Und jetzt werde ich wahrscheinlich 20 Minuten machen, mit dem wir 600 Hülle fahren. Da ist gerade nicht viel drin, aber doch fast voll. Sieht man rein, so ein bisschen so. Ich das jetzt nicht mehr so cool gefällt. Also, ja. Machen wir doch nichts mit Musik. Da hört ihr den Schlepper? Ne. Dann ist es. So, das ist ja noch ein Augenfass. Ne, irgendwo hängt es da hinten von Juli. Das ist nicht zu laut für mich. Hauptsache meine Bremse versagt mal wieder komplett. Nur mal gucken zum Fahren. Wahrscheinlich eh auf dem Acker, wenn man die Probe nicht dran hat. War eher mit einem Fendt gemacht, mit einem 500 oder so. Aber ich dachte, jetzt ist Glas direkt zu tun, machen wir ein bisschen was mit Glas. Weil mit Glas war ich wirklich gar nicht so viel. Weil ich habe ja Schalten und das, den Schaltmod und der ist ja nicht viel länger wie so Stufe ist. Also in echt kann ich da ja umstellen und den Gaskratzer. Blinke und laufe bitte. Wir müssen jetzt ein bisschen die Bahn ganz vorne. Ungeschicklich, weil ich muss, ich höre wegen dem Sound nicht, weil ich mit meinem Kopfhörer habe ich ein Ohr frei, falls klingeln würde oder so, weil dann höre ich, weil irgendwie ist bei mir das Kopfhörer, die linke Seite irgendwie kaputt, habe ich das Gefühl, weil ich höre nichts. Aber ich hoffe, dass die Aufnahme funktioniert schon. Und dass er nicht mehr. Schreibt mal unten in Kommentare, ob ihr das gut findet. Okay. Was ihr auch gut machen, aber was ein bisschen scheiße von dem Moment rauskommt, die roten Striche für weiß, wie heißt er? Wenn das Shape von der zum Auftauen finden. Das muss ich auch gut machen. Ich komme auch ein bisschen mal raus, wenn ich da war. Seid ihr dann Glas nochmal? Bis, bis. Hülle fast. Aber ich glaube, der Map habe ich schon mal hier gemacht.
Ja, stimmt. Da habe ich gesagt, ob ich, naja. Aber es hat mir dann gucken können, wie ich da ausgesehen habe. Von mir, ich weiß nicht, was ich da zurückmache. Kühle Farm Teil 1. Das wäre jetzt eigentlich das gewesen. Aber ich hoffe, dass es diesmal funktioniert. Schön. Jetzt gehen wir heute in der Ansicht. Keine Zielgröße fahren. Was ich auch scheiße finde, vielleicht wenn das jetzt mal das echte, also LS hat ja immer das echte LS. Wenn die sich vielleicht mein Video mal angucken würde, dann könnte und ich jetzt sagen würde, dass. Ja, ich finde es halt scheiße, dass die Autos trotzdem so langsam fahren. Also, vielleicht könnten das mal einen Tick schneller machen, also vielleicht so auf 16 oder so. Dass die Autos so schnell fahren, das wäre viel cool. Weil, ja. Ich meine natürlich realistisch spiele und nicht jetzt einfach überholen. Ah, stimmt, da vorne steht mein Cent. Ja. Und Ober habe ich den Helfer von Wasser, der macht ja meine Arbeit auch nicht schön. Vor allem, ich habe ja das gekauft. Da fällt 52 bis 60. Und die sind ja zusammen, also. Und das eine kaufen könnte komplett schon alles. Habe ich mal mit alles gepflügt und habe da von Abständen geschossen. Und dann dachte ich halt, jetzt ja, lasse ich halt auch mal aus der Hälfte machen. Jetzt habe ich so was mit Kuchen geschickt. Aber irgendwie macht er so eine Aufteilung nicht ganz gut geschafft. Wir müssen gucken, geschrieben. Ich habe ihn gerade extra. Da hat er ein bisschen was gemacht, aber dann hat er irgendwann einen Kack gemacht. Stehen lassen. Hab ich glaube ich fahre jetzt gerade aus. Dann ist die ganze Zeit zu Kurve drin. Und das habe ich bei dem Video, wo ich hochladen wollte, wo ich das eigentlich gemacht habe, habe ich nicht gesagt, mit was ich eigentlich jetzt fahre. Das habe ich glaube bei der Bedankung schon gezeigt, aber. Da war ich im Moment woanders und hab woanders gefilmt, ja, mit dem Handy da, ja, aber jetzt bin ich wieder zu Hause. Ich war mitten in den Sommerferien und ja. Wahrscheinlich werdet ihr das auch nicht mehr erleben, wie ich das voll fertig mache, weil ich bloß 20 Minuten wahrscheinlich mache. Na, das Trieb sieht mir noch, wie ich viele gefahren habe, wo ich bekomme. Ohne da habe ich den abgehängt, ne? Und ja. Glaube ich. Ja, doch, doch, doch. Mit dem warte ich. Da hatte ich den Kobo noch gar nicht. Da hatte ich das kleine, falls das Einachse, falls das ganz, ganz kleine. Das habe ich ja erst gebraucht. Das finde ich komisch. Bei dem Hof, wo der Kran drin ist, gell? Wo der kleine Kuhstall ist. Da, die produzieren nur Hühne und dann andere, also der daneben, habe ich jetzt gekauft, der produziert nur Milch. Mit so wenig wie möglich Hühne. Richtig Milch. Also da können die auch gewonnen. Ja, dann würde ich das Video jetzt mal an der Stelle beenden. Jetzt haben wir nicht mehr so viel gekriegt, aber ich habe euch das jetzt immer ein bisschen genauer gezeigt. Ah, ja, so ein bisschen. Was ich mir gegönnt habe. Den großen Ding. Ja, ja. Also dann danke fürs Zuschauen, lasst ein Like da.
aktiviert die Glocke und lasst ein Abo da und einen Kommentar, weil ich vorher gefragt habe, weiß gar nicht mehr, aber das könnt ihr hören, ja. Also dann, tschüss.